Diese Fähigkeit hat dich zum Urgestein des Ackersmoberns. 10 Jahre an der Nahtstelle zur Politik, konfrontiert mit allen gesamten Themen der öffentlichen Sicherheit, das ohne Skandale, ohne mythische Fettnäpfchentreterei, vorausschauend und immer die Dinge vom Ende her denken. Dieses Erfolgsrezept trägt man in sich. Man kann es nicht lernen. Doch ohne deine sympathische, freundschaftliche und vor allem menschliche Art wäre alles nichts gewesen, meine Mann. Über Waldemar in der strategischen Ausrichtung der Polizei waren wir vollkommen einer Meinung. Wir wollen eine bürgernahe, verantwortungs- und geschichtsbewusste Polizei, die parteipolitisch neutral ist, aber nicht apolitisch ist. Gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus, für Toleranz und Bürgerrechte, aber auch für konsequentes Handeln. Wir wollen Polizeibeamte, die wissen, dass sie in ihrem Handeln und Umgang mit den Bürgern in Konfliktsituationen auch die Erwartung und Hoffnung der Bürger an den Rechtsstaat, an seine Schutzpflichten und Schutzfunktionen widerspiegeln. Wir wollen Polizeibeamte, die in der täglichen Praxis durch Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit zur Befreiung des Grundrechtsverständnisses beitragen. Dafür hast du dich, haben wir uns im AKZU und in der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landesgesellschaft und im GKA immer eingesetzt. Wir wollen uns auch in der strategischen Ausrichtung der Polizei immer sehr nahe. Wir erleben, dass Terrorismus und organisierte Kriminalität immer internationaler, komplexer, ressourcenaufwendiger und technologisch anspruchsvoller geworden sind. Unsere gemeinsame strategische Antwort lässt sich in den Stichworten Früherkennung, Vorverlagerung der Kriminalitätsabwehr, vernetzte Sicherheit, gesamtgesellschaftliche Prävention und notwendige internationale Orientierung in einem Europa der offenen Grenzen skizzieren. Und deshalb müssen wir in Deutschland unsere Sicherheitsarchitektur noch stärker von Europa her denken. Lieber Waldemar, in vielen Sitzungen der letzten 10 Jahre haben wir die Kernfragen der Sicherheit mit virtuellen Sicherheit erörtert. Eine gigantische Herausforderung. Die positive Seite des Internets sind unumstritten. Den Missbrauch und den Verlust an Vertrauen in das Internet zu begegnen, ist auch mit unserer Aufgabe. Wir wissen inzwischen, dass die Dezentralität des Internets, die Dezentralität des Terrorismus und der organisierten Kriminalität beschleunigt hat. Wir wissen, dass Anonymisierung und Kryptierung die Beweissicherung verunmöglichen und dass das Strafrecht an seine funktionellen Grenzen zunehmend geführt wird. Wir wissen, dass Beweissicherung in den Strafprozess auf irgendeinem Server irgendwo in der weiten Welt dem Zufall anheimgefallen ist, weil die internationale Rechtshilfe wie ein lahmer Gaul daherkommt. Und wir wissen, dass die Ungleichzeitigkeit von technologischer Entwicklung und rechtlicher Anpassung zu einem echten Problem einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung auch in Deutschland geworden ist. Die Gerechtigkeitslücke ist dadurch größer geworden und das Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit hat sich verbreitet. Lieber Waldemar, die Diskussion über diese Frage werden wir bei dir nicht vermissen, wenn du jetzt in den Ruhestand gehst. Eigentlich unvorstellbar. Waldemar Kittler in Ruhestand? Die muss ein Irrtum des Gesetzes geben. Oder des Ministers vorliegen. Nein, der Minister ist ja nicht, das weiß ich nur, der Minister. Es muss der Gesetzgeber sein, wenn ich dazu verpflichtet. Vermissen werden auch deine die Begegnungen, die wir vor einigen Jahren in Dachau hatten. Weißt du, ob du dich erinnerst, als wir gemeinsam mit unserem viel zu früh verstorbenen italienischen Kollegen Antonio Manganelli den heldenhaften Tag italienischer Polizeibeamter gedachten, die sich in Italien den Nazis in den Weg stellten und dies mit ihrem Leben in Dachau bezahlen mussten. Sind diese einmaligen Eindrücke und Momente, die uns unser Beruf ermöglicht, uns schenkt, an die wir uns ein Leben lang erinnern. Lieber Waldemar, wir werden uns damit ganz sicher auch in Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Ich wünsche dir Glück, Gesundheit und viel Freude an deinem noch sehr jungen Kind. Ich weiß, die Zusammenarbeit mit dir war eine Bereicherung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erlauben Sie mir einige Worte auch an den Nachfolger von Waldemar Kittler. Sehr geehrter Herr Professor Dr. Wilhelm Schmidt-Bauer, das ist die Firmenlehrerin. Lieber Wilhelm, du bist eine hervorragende Wahl deines Ministers. Ich gratuliere dir und Ihnen, Herr Minister.
Ich sage Unterstützung des Bundeskriminalamtes um meine persönliche Zukunft. Allzeit, wie wir im hohen Norden sagen, eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, dann schwimmt der Dampfer Landespolizei und man kann ihn noch steuern. Alles Gute und das Glück ist für dich wieder. Vielen Dank. Sehr, sehr gut. Wir haben auch ein gemeinsames Verständnis, was Sicherheit betrifft. Und Herr Minister, Sie haben heute ausgeführt, dass die Bayern den ersten Platz in der Sicherheit in Deutschland einnehmen. Und scheinbar strahlt diese Sicherheit auch in Österreich aus. Weil wenn ich mir die Regionen in Österreich anschaue, die rund um Bayern angesiedelt sind, dann sind auch das die sichersten Regionen in Österreich. Wir haben eine... Wir haben eine etwas über 800 Kilometer lange gemeinsame Grenze, aber eine Grenze, die uns nicht trennt, sondern eine Grenze, wo wir es in der Vergangenheit gelernt haben, auf allen Ebenen sehr, sehr gut zusammenzuarbeiten. Und diese Zusammenarbeit hat einen Motor und einen Namen und ich glaube, ich kann das wirklich gut brauchen. Herr Präsident Hinter, Sie sind dieser Motor, Sie haben das vorangetrieben. Man kann das auch ganz klar anhand von Beispielen festmachen. Wir haben ein Polizeikooperationsabkommen geschlossen zwischen Deutschland und Österreich und Sie waren mit den beiden betroffen. Und der Herr Minister hat das angesprochen. Wer hätte vor 30 Jahren gedacht, dass deutsche Polizisten, insbesondere bayerische Polizisten, in Österreich Dienst machen, Hochheitsbefugnisse ausüben, Menschen in Österreich festnehmen können und die Österreicher rausnehmen. Das ist wirklich eine Leistung und dafür vielen, vielen herzlichen Dank. Aber, Herr Präsident, Sie haben diesen Dialog auch weiter vorangegeben. Nicht nur zwischen München und Wien quasi, sondern wir haben auch Kollegen aus Baden-Württemberg eingeladen. Der Herr Präsident Zirke vom Bundeskriminalamt ist dazu gestoßen. Vertreter vom Innenministerium zu Berlin. Das heißt, wir haben hier einen breiten Dialog aufgesetzt, um jenen Herausforderungen, die alle Polizei in unserer Region bewegen, auch entsprechend begegnen zu können. Und eines hat sie immer ausgezeichnet. Der Dialog war immer von Wertschätzung, von gleicher Augenhöhe getragen. Und dann ist es nicht schwer, dass man gemeinsam auch die entsprechenden Probleme tatsächlich löst. Herr Präsident, Sie waren ein ganz toller Ansprechpartner. Ich habe mit meinen beiden Vorgängern gesprochen, die mit ihnen das Vergnügen hatten. Für die gilt das ebenfalls, für mich insbesondere auch. Und wie es in einer Partnerschaft ist, gibt es immer Höhen und Tiefen. Von den Höhen habe ich Ihnen erzählt, eine Tiefe möchte ich Ihnen nicht ersparen. Es hat eine Tiefe gegeben im Mai vergangenen Jahres. Da bin ich mit dem Herrn Präsidenten auf der Suche nach dem dritten Mann ins Wiener Kanalsystem hinabgestiegen. Und das war der einzige Tiefpunkt in unserer Karte. Ich darf Ihnen, weil Sie ja heute schon wirklich Ihre Leistungen ausführlich dargestellt wurden, persönlich nochmal vielmals danken für diese tolle Zusammenarbeit, für die Sicherheit, die sowohl in Ihrem Land als auch in unserem Land dadurch gewährleistet wurde. Und ich darf Ihnen in Anerkennung dafür das große 7. Ehrenzeichen und Stern für die Verdienste und die Berufung geben.